Und hiermit herzlich willkommen zum nächsten Video. Und ihr könnt mal gucken hier. 5 Stunden 49 habe ich jetzt auf dem Spielstand und ich habe die ersten Mods entdeckt, die man hier installieren kann. Über das Ingame-Menü, Forestry, ein Volvo und die Regierungssubvention. Die wählen wir mal dazu. Starten das Ganze. Ja, 5 Stunden auf diesem Spielstand schon. Wir haben jetzt hier das 5. Video und ich hoffe, es ist für euch auch ganz gut zum Folgen, um so ein bisschen den Spielstand hier mit aufbauen zu sehen. Ich werde noch einiges ausprobieren. Ich habe mir heute vorgenommen, gestern war es noch ganz schön spät, ich bin gar nicht richtig losgekommen vom Spiel, habe mir vorgenommen, dass wir doch nochmal ein paar Flächen wieder abstoßen. Dass das so jetzt keinen Sinn macht, dass wir hier ja alles bewirtschaften, das werden wir einfach nicht schaffen. Und das wollte ich mir mal angucken, wie wir das machen. Da müssten wir hier auf den Reiter Land gehen. So, und da würde ich mal sagen, hier hinten stoßen wir erstmal ab. Verkaufen, okay. Verkaufen, verkaufen. Geht relativ leicht, Tastenkombis. Ach ja, und besuchen kann man das Feld auch sofort. Hafer ist hier drauf, da hätte ich vielleicht auch nochmal gucken können, ob wir da vielleicht nochmal ein paar Früchte von haben, brauchen wollen zum Ernten und aber auch testen. Aber das gucken wir uns dann bei Gelegenheit an. Erstmal lassen wir die KI sonst die restlichen Flächen machen, die wir jetzt noch nicht machen wollen. Und das sind eher die kleineren Flächen. Die würde ich gerne erstmal wieder zurückverkaufen. Den Wald brauchen wir auch noch nicht. Hier ist jetzt natürlich unser Hof. Da wären natürlich hofnahe Flächen eigentlich ganz klug. Wir lassen die drei Flächen mal zusammen in unserem Besitz. Den Wald verkaufen wir. Auch die beiden Flächen wollen wir haben. Auch hier haben wir unseren Hof drauf gebaut. Sieht man jetzt auch, es ist dann das ganze Land, was dazu gehört. Fläche und der Wert, auch da mal interessant zu gucken. Die Fläche sei 12 Hektar groß. Diese Fläche sei 9,26 Hektar groß. Also bezieht sich das auf die gesamte Fläche, nicht auf die zu bewirtschaftende Fläche. Ich glaube, das ist auch ganz gut zu wissen. Diese große Fläche hier wollen wir behalten. Die zweite wollen wir vielleicht mit dabei zusammenlegen. Die legen wir erstmal ab. Die kleine legen wir auch erstmal noch ab. Die beiden kleinen sind auch noch nichts für uns. Hier haben wir so ein bisschen zusammengearbeitet. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Hier finde ich das auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir zumindest die drei hier auch nochmal zusammenlegen werden. Langfristig. Alles langfristig. Wald verkaufen wir. Hier sind das sind ja wirklich sehr viele Flächen. Was haben wir denn hier? Ach, die Biogasanlage. Schauen wir uns die Biogasanlage mal an. Da hat Yogi ein Video gemacht, den Vergleich zwischen der Zilonka im 22er und im 25er. Und ich erinnere mich, dass ich hier auf der 22er auch war, auf der Biogasanlage. Also ich meine, das ist auf jeden Fall sehr identisch geblieben. Schaut gut aus soweit. Aber brauchen wir noch nicht. Achso, kann ich das jetzt gar nicht verkaufen? Gut, dann lassen wir es. Müssen wir für die Biogas. Haben wir jetzt eine Biogasanlage. Und wollen die mal mitbewirtschaften. Wollen wir hier oben auch nochmal Flächen haben. Die beiden kleinen da oben stoßen wir mal ab. Die stoßen wir ab. Die drei sind welche zum Zusammenlegen. Die beiden werden was zum Zusammenlegen. Die zum Abstoßen. 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 Die fünf könnten zusammen. So,
Den kann ich nicht verkaufen. Warum will er den nicht verkaufen, solange noch platzierbare Objekte draufstehen? Ach so. Okay. Ach, das ist. Das ist von dem Hof hier, der eben dazu gehört. Das müssten wir dann auch verkaufen. Ja, das Farmhaus hier habe ich mir ja auch gebaut. Habt ihr vielleicht im Timelapse-Video schon gesehen? Von meinem Hof. Ja, dann soll das erstmal so sein. Wir können den Rest erstmal so lassen. Ich hoffe, dass ich so die Übersicht langsam gewinne über Früchte und so weiter und wir da einfach mal ernten müssen, was draufsteht und dann nach und nach unser Land so einrichten, wie wir es brauchen. Das wäre nochmal Wald zum Verkauf. Auch hier unten den Wald wollen wir verkaufen. Diese Flächen wollen wir nochmal haben. Und diese auch als hofnahe Flächen. So, dann switche ich jetzt mal hier ins Fahrzeug rein, was mich gestern Abend noch so ein paar Stunden aufgehalten hat. Nämlich Massey Ferguson 9S 425 mit dem Pöttinger Flug. Und zwar genau, das Flügen hat mich eigentlich aufgehalten und vor allem die Frage, wie funktioniert das mit Felder zusammenlegen? Und wie verhält sich der Boden auch beim Flügen? Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal zusammen hin, schauen uns dabei den Massey Ferguson nochmal an. Ich habe ihn jetzt schon gesehen. Ich hoffe, dass meine. Ach, Tastenbelegung, da gab es einen Fehler. Da muss ich nochmal rein. Mein Lenkrad hat sich verstellt. Steuerung auf dem G29. Beschleunigen. Bremsen. Nach rechts steuern. Wird jetzt hier wieder nicht angezeigt. Das ist echt komisch. Aber es scheint. Ja, okay. Ich kann kein Gas geben. Das liegt jetzt auf meinem Joystick. So, hier links die Fläche, die wir zuletzt gedroschen hatten. Der Drescher steht da oben noch. Da müssen wir mal auch mal aufräumen hier. Und dann, genau, bin ich hier rundherum geflücht, um eben die Feldgrenze zu erweitern und wollte da schauen, was dann passiert. War mal hier aufs Feld. Und wie man hier sieht, das schauen wir uns mal eben zu Fuß an. Wurde die Flugfurche nicht gespeichert. Das heißt, das Geflügte wird gespeichert, aber die Furche, die jetzt neu im 25er ist, die wird dann eben von einem Spielstand oder vom Speichern auf den nächsten nicht gespeichert. Genau, das gucken wir uns mal an, was ich meine. Also die Furche der letzten Schar hier beim Flügen, die dann eben auch eine gewisse Tiefe dabei erzeugt. Müssen wir hier gerade mal. Gucken, ob es absenken geht. Stellen wir uns nochmal den Tempomat ein hier zum Flügen. Eine Stunde habe ich hier auf den Schlepper gestern Abend noch gefahren. 9 km/h, Tempomat aktivieren. Ja, und jetzt sind wir im Thema Flügen drin. Und jetzt sieht man auch, wenn ich hier links schaue, die Furche, die ich jetzt mit der letzten Schar ziehe,
und in die ich jetzt gleich beim Runterfahren dann gleich nutzen werde, um da drin dann zu fahren. Und das ist eben das, was ich meine. Die ist nämlich für die Ground Deformation ja als tatsächliche Abänderung der Boden, des Bodens gespeichert während eines Spielfortschritts. Wisst ihr, was ich meine? Also genau, während ich jetzt spiele, speichere ich jetzt aber ab und joine neu auf das Spiel, ist diese Furche wieder weg und lediglich die normale Flugtextur, also normal, die wurde ja auch überarbeitet, aber nur noch die zu sehen und eben nicht mehr die Furche, wie zuletzt geflügt wurde. So, jetzt mal hier zur Erklärung. Das Feld wurde hier zusammengelegt. Hier war vorher ein zweiter Acker. Der Feldweg, den man da hinten sieht, der ging hier weiter. Und ich habe hier einmal durchgepflügt und dann jetzt hier die Querbahn angesetzt. Ist sicherlich nicht der Weg, wie man es machen sollte. Aber ich habe hier kombiniert zwischen testen, was der Helfer mit dem Flug kann, wie der sich mit dem Flug verhält. Spoiler, nicht ganz so schlau. Und genau, wollte das Feld jetzt eben hier zusammengelegt haben und schauen, was dann auf der Karte passiert. Das Ganze sieht jetzt so aus. Gehen wir mal auf einen anderen Reiter. Das Feld ist zusammengelegt, also die Feldtextur, beziehungsweise ja der Untergrund hier eben, hat sich hier drauf erweitert, auch überall, wo ich entlang gepflügt habe, an den Seiten. Da, wo jetzt eben noch die Stoppeln stehen, ist es noch, die alte Farbe drauf, aber das pflügen wir jetzt runter. Und dann war die Frage, oder wollte ich eben testen, wie dann der Helfer mit der neuen Feldform zurechtkommt. Und siehe da, wir drücken lange H, kommen in die Helfereinstellung und er erkennt zumindest die neue Feldform auch und schlägt dabei dann einen neuen Kurs vor. Spurführung, die ich selber auch aktivieren könnte, haben wir dann eben auch. Genau, der Versatz ist hier drin, der auf jeden Fall richtig ist, das habe ich gesehen. Was ich meine, warum der Helfer nicht ganz so schlau mit dem Flug war, war, weil er den Flug halt nicht richtig rumgehalten hat. So, wir wenden mal den Flug. Drehen hier einmal die Birne. Und gehen jetzt in die Flugfurche rein. Das müsste man jetzt auch deutlich sehen. Zack, dass es hier runter reingeht. Tempomat aktivieren. Und damit will ich auch zu einer weiteren Frage kommen, die ich mir selber gestellt habe und einfach im Verlauf durch die ganzen Reize vergessen habe, mir selbst zu beantworten. Ist die Frage nach dem Force Feedback und der Schwierigkeit des Lenkens. Ich merke nichts vom Force Feedback. Kann natürlich an der Lenkrad-Einstellung auch liegen, aber ich mit dem G29 spüre hier nichts. Wir schauen uns das von draußen mal an. In der Furche fahren. Sieht ein bisschen aus. Wollen wir mal eben kurz anhalten. Oh. Als ob der da gar nicht richtig reingeht, kann das sein. Beobachten wir nochmal.
Oh, jetzt ist er tiefer reingegangen, ne? Der drückt sie da auch noch weiter. Ah, Steine in der Luft. So richtig bin ich nicht. Fühle ich es nicht, in der Furche zu sein. Also ich, ja, guck mal, jetzt lässt er da sogar was aus. Das finde ich ganz cool hier. Also generell die Textur des Flügens finde ich super. Aber ich würde behaupten jetzt mal so, dass wir noch ein bisschen entfernt davon sind, dass es einwandfrei funktioniert. Animierte Blinker mal ganz kurz nebenbei. So. Also, das Gefühl ist, als ob das nicht richtig drin wäre. Mir wird es jetzt nochmal gefallen, so richtig klassisch zu flügen. Dreischarflug, da nehmen wir uns vielleicht mal den... Können wir uns mal gerade gucken. Der will 85 PS haben. Was hat denn unser Kleiner? 116. Lassen wir den nochmal mit dem Dreischarflug kämpfen. Der Drescher. Ja, also ich muss ganz, ganz klar sagen, dass an der Tastenbelegung irgendwo ein größeres Problem noch, also größer, aber auf jeden Fall ein Problem ist, die korrekt abzuspeichern mit mehreren Eingabegeräten. Denn hier zum Beispiel die Haspel hatte ich mir auch schon auf dem kleinen Joystick gelegt hier. Das läuft gerade nicht. Was ich merke ist, Force Feedback, je, wenn man schneller fährt, dann tut er sich schwerer im Lenkverhalten. Ach, das ist jetzt ja ist mit meinen Tastenbelegungen, das ist jetzt doof, mit dem Schalter zu fahren. Speichervorgang. Spieleinstellungen, dann wollen wir mal da den, das wollen wir mal ausmachen.
Manuell, wir wollen natürlich schon schalten, aber ich nehme jetzt mal die Kupplung weg. Wo will der denn? Warum hält er denn jetzt hier? So, den Flug mal bitte hierher. Dann glaube ich, sollten wir dem noch mal ein bisschen in der Front ballastieren. Nicht zu stark. 900 ist vielleicht ein Bait and Field für den Lütten, oder? 750, 450. Gibt es dann auch in John Deere Grün. Schönes, schönes Ding, oder? So, wollen wir mal schauen, wie der in der Flugfurche sitzt. Also er geht hier schon rein, merkt man, ne? Jo. Mal eben. Ein Unterschied jetzt auch hier zwischen dem rechten Rad, was in der Furche läuft, dem linken, was auf dem Stoppeln läuft. Das finde ich ist schon mal ganz cool. Sieht ein bisschen random aus, mal vorsichtig behauptet, dass es hier so direkt wie stollenartig da drin ist. Vorne ist es nicht, vorne auf dem rechten ist es. Also das ist schon cool. Das ist schon cool. Zumindest die Stärke der Verschmutzung.
Also hier knallt er halt richtig rein in die Furche dann. Ja, und so mit dem hat das jetzt auch schon Feeling, oder? Ich kann jetzt hier aber nicht gegen anlenken. Also das klassische gegen die Furche lenken hast du nicht hier. Da kommt er dann raus. Ja, und jetzt ist es andersrum, ne? Hier auf dem Reifen der Verschmutzung. Wann ändert sich das denn, wenn ich jetzt hier rausfahre? Wollen wir mal gucken. Das Gefühl, dass vorne schon weniger wird. Hinten ist es noch ordentlich verklebt. Aber auch schon weniger, ne? So, jetzt ist weniger geworden. Jetzt sammelt es sich am rechten. Zack, in der Furche. Noch ist es am linken. So, und jetzt packt es sich voll. Oh, das ist entspannt. Da könnte ich mich gerade noch stundenlang mit sehen hier, mit der Kombination. Oha. Also ein bisschen das Gefühl, dass er schon sich auch so rein und raus rutscht. Also es beeinflusst auf jeden Fall die Fahrtrichtung hier. Zack, und rein damit. Handgas rein. Vollgas. Ja, so, ich denke, damit haben wir thematisch auf jeden Fall hier von der Zielonka nochmal das Pflügen abgedeckt, das Felder zusammenlegen und ein paar Flächen verkauft hier für den Spielstand, um das so ein bisschen weiter voranzukriegen. Ja, ich denke, wir werden diese Fläche hier jetzt einfach mal als, ja, also fertig pflügen und dann in den Status zu bearbeiten setzen, was wir dann hier drauf machen. Gucken wir uns das nochmal an.
Aber da gehen wir vielleicht mal mit dem nächsten Feld dann weiter. Links hatten wir ja gespritzt auch schon. Da gibt es nochmal zur Teilbereitenschaltung vielleicht was zu sagen. Aber mein größtes Problem ist tatsächlich die Tastenbelegung. Und an die werde ich mich jetzt mal ansetzen, während hier versucht wird, dass der Helfer das hier jetzt mal eben beendet. Das werden wir uns mal anschauen, ob der das kann. Flügen mit einem Dreischarflug. Gut, an der Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hiermit verabschiede ich mich mit dem 3650 und der Flugen, Flugfurche und thematisch im nächsten Video schauen wir uns mal an, was es und wie es da weitergeht. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall gerne den Daumen da, Kommentar, wenn ich offene Fragen reingestellt habe. Ich habe das auch unten in die Videobeschreibung geschrieben, wieso, weshalb, warum ich hier nur auf der Zielonka bin, dass ich mich einfach hier drauf konzentrieren möchte, das Spiel kennenzulernen. Wenn ich mir hier Fragen stelle, beantwortet sie mir gerne. Ich freue mich darüber, da Antworten zu bekommen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder oder wenn der Landwirtschaftssimulator 25 dann auch öffentlich draußen ist am 12. November. Wenn ihr euch ihn noch vorbestellen wollt, es gibt, ach ja, das können wir auch nochmal gucken, es gibt den New Holland Drescher dazu, wenn ihr den Vorbestellerbonus euch sichern wollt. Erntemaschinen, Mähdrescher, Gold Edition. Jetzt habe ich die Gold Edition auch hier drin. Ah ja, und jetzt sind auch hier die neuen Reifen, die extra dafür ja von Michelin wohl gebaut wurden. In der extra Größe. 900er 65 R46 Riesenteile mit weißer Beschriftung drauf. Auch special. Ja, dann eben in der Gold Edition von der Farbe her. Ist aber auch nur die äußere Verkleidung. Hier innen sieht man das klassische New Holland Gelb. Weiß nicht, ob das in Realität auch so ist oder von Giants auch so gewollt ist. Genau, dann gibt es die Option kurzes Rohr, langes Rohr. Genau, und Reifenkonfigurationen gibt es aber keine. Wahnsinnsteil auf jeden Fall. Okay. Genau, wenn ihr mich unterstützen wollt beim Kaufen, gerne meinen Creator-Code Silence dazu angeben oder unten meiner Videobeschreibung dem Link folgen. Da könnt ihr es vorbestellen und mich unterstützen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.